Hey ho, Freunde und Freundinnen, hier ist wieder Wir spielen Minecraft. Von Minenarbeit.de präsentiert wie immer von eurem Vorbudler. Das bin ich. Heute sehen wir mal zur Abwechslung, nachdem wir einige Folgen lang uns wieder unter Tage bei unserem Spawner-Fabrikmäßigen Döne da beschäftigt haben, aufgehalten haben. Heute machen wir da mal wieder was anderes, mal eben kurz, denn wir brauchen ja noch ein bisschen Lava, ist mir eingefallen. Für einen ordentlichen Schnetzler brauchen wir natürlich auch Lava, denn da drin verbrennen ja unsere Mobs. Und da trifft es sich gut, dass wir ja in der Nähe hier einen kleinen Lavasee haben am Strand. Da fahren wir mal eben hin. Da waren wir nämlich auch noch hier noch gar nicht. Also jedenfalls beim Filmen nicht. Hier geradeaus übrigens sind große Meere. Und da kommen wir auch zur Insel vom Karl des Karl, ne? Und können wir auch mal irgendwann hin. Nicht jetzt, ich glaube, wir sind hier schon. Da war das nicht hier irgendwo. Ich meine, da vorne. Da, wo das da so komisch aussieht. Na? Jawohl, da dampft es doch schon. Ach. Ich lerne es einfach nicht mehr, mal irgendwie vernünftig aus dem Boden auszusteigen. Ihr seht, ich habe ein paar Eimer mitgenommen. Und die füllen wir jetzt mal eben auch alle mit Lava auf. Das ist ja toll, guck mal. Toll, dass man sich so Lava einfach einstecken kann, ne? So. Vier Eimer sollen mir jetzt erstmal reichen. Ich denke, wir brauchen sowieso nur einen für unsere Falle. Fahren wir auch schon direkt wieder zurück. Dann kann ich nämlich in dieser Folge auch so ein bisschen noch erklären, wie ich diese Monsterfallen meistens so baue oder wie sie halt überhaupt funktionieren. Es sind ja nicht alle, die jetzt da schon das tausendmal gemacht haben. Viele schalten ja auch neu hinzu und möchten da vielleicht auch mal erfahren, wie sowas alles geht und wovon wir hier überhaupt alles sprechen. Man darf ja nicht vergessen, ne, es ist ja die Stammzocker hier, die haben natürlich ein anderes Wissen von dem Spiel und schon eine andere Routine, sag ich mal, gewisse Dinge zu machen, als jetzt Leute, die jetzt gerade erst einschalten oder beziehungsweise das Spiel erst gerade kennen, ne? Also, hab ich jetzt hier gerade einen Eimer Lava ins Wasser geschmissen? Ja, ich glaube, ich habe gerade einen Eimer Lava ins Wasser geschmissen. Und dann auch noch fast, ja, ich war so beim Aussteigen mal wieder so ungeschickt. Ja, gut. Etwas aufwendig, aber so kann man Obsidian herstellen. Das können wir jetzt hier noch gar nicht abhauen. Obsidian ist der zweithärteste Stoff in Minecraft überhaupt. Das ist natürlich nicht wie Bedrock, ne? Bedrock ist ja unkaputtbar. Aber Obsidian ist, das ist ja nicht uninteressant, wenn wir da hinten den Lavasee, so öffnen, dass der ins Meer fließt, ob dann auch Obsidian entsteht. Naja, sehen wir mal. Beschäftigen wir uns später mit. Jetzt zeige ich euch erstmal hier in diesem kleinen See vor Bad Schönfels. Haben wir einen Mob-Spawner gefunden, beziehungsweise unter anderem die Ansgar Lane hat das gefunden und haben mir Bescheid gesagt. Und viele andere haben ja gesagt, das war alles unter Wasser hier. Also hier ist der Spawner. Sled Spawner und ja, war alles hier unter Wasser und das haben wir trockengelegt in den letzten Folgen. Könnt ihr auch gerne mal ein paar Folgen zurückblättern. Ja, und jetzt baut man sich hier so eine Fabrik, die Mobs, wenn die sterben, droppen die ja Sachen, die lassen hier so Skelette, lassen die Pfeile fallen und Knochen, alles sehr praktische Sachen, die wir sammeln wollen und ja, dann machen wir hier eine Wasserströme rein, also hier wird so ein Kanal ringsherum auf beiden Seiten, das Wasser fließt dann hier so ab, habe ich hier gerade Wasser dabei, dann kann ich das auch mal zeigen. So. Upsa. Dann machen wir hier einmal hier hin. Einmal da. Jetzt hat man eine schöne Wasserströmung, die da so lang geht. Die spawnen dann hier, fallen ins Wasser. Und wie ihr seht, dann wird man automatisch von der Strömung hier weggetrieben. Und genau in dieses Loch wird gleich Lava reingesetzt. Das Lava wird durch solche Schilder, die wir hier befestigt haben,
in der Form gehalten, also dass es da oben bleibt und nicht hier einfach reinfließt. Ich hoffe mal, das habe ich auch jetzt vernünftig gebaut und ich erzähle euch hier jetzt keinen Sumpf. Ich muss jetzt auch mal das Wasser nehmen, können wir wieder mitnehmen. Das fühle ich wieder schön, genau da hinklicken. Einmal so und dann nehme ich das wieder mit. Und dann nehme ich auch, gehe ich von den Eimern hier weg, damit ich ja nicht wieder so. Ja, und die schwimmen also hier runter und dann schwimmen die hier, fließt dann Lava drüber. Und dann springen die so hoch und verbrennen die und dann die Drops. Die können ja auch nicht weg, die hängen hier dann fest durch die Wasserströmung hier festgemacht und dann die Drops fließen durch die Strömung dann da hinten in unseren Arbeitsbereich, wo wir völlig sicher dann stehen und uns die Drops alle aufsammeln können. Die werden hier durch die Wasserströmung hier, wenn es denn klappt, genau bis zur Mitte hier getrieben. Oft bleiben sie auch nochmal in den Kanten hier hängen, da kann man dann noch solche Gegenströmungen erzeugen. Müssen wir dann sehen, wie das so funktioniert. Und ihr seht auch, ich habe jetzt zwar den Raum hier etwas verschönert, außer die Ecken da, ne? Aber das ist noch unwichtig, diese Ecken hier, da sollte dann auch noch ein Gang ringsherum gemacht werden. Das war hier nur so, damit ich das nicht vergesse. Aber ihr seht, wir müssen eventuell noch ein bisschen vergrößern oder so, damit wir hier noch ein bisschen besser arbeiten können. So, jetzt habe ich auch schon ein paar Sachen mitgebracht. Zum Beispiel Kisten können wir schon mal... Wo stellen wir die denn am besten? Vielleicht mal hier vorne hin. Hier und da so. Erstmal, dann könnte ich auch ein paar Sachen ausladen hier, die ich jetzt vielleicht nicht so brauche. Ach, jetzt habe ich nicht mehr genug Holz dabei, ne? Ja, das ist natürlich jetzt schade. Haben wir denn noch hell draußen? Dann könnte ich mal eben noch einen Baum fällen gehen. Oder zwei oder drei. Ah, kriegen wir vielleicht sogar noch hin. Nicht so da, wo es so schön ist. Da hinten die paar kleinen, die können wir doch mal eben fällen. Er braucht dringend ein bisschen Holz. Um mir hier so ein paar... Ja, Schilder zum Beispiel, die sind jetzt... Genau, das brauche ich ja vor allem. Ich muss jetzt noch drei Schilder haben, die ich da an die Wand baue. Man kann auch Leitern dafür nehmen. Leitern halten die Lava auch so im Bann, ne? Also, das sieht nur... Ja, nee, das ist nur einfach unpraktisch, weil Mobs da gerne so immer ein Stückchen dran hochklettern. Ich hatte schon mal so eine Falle da, aber ich brauche noch mehr Leitern. Die müssen auch noch nach vorne. Oh, ja, richtig. Ich muss noch Leitern. Hier, Schilder. Ich brauche noch viel mehr Schilder. Nicht nur vier, wie ich jetzt so gerade im Kopf habe oder was, sondern acht insgesamt. Weil man den Lavastrom auch nach vorne hin zur Seite, das werdet ihr dann gleich sehen, wovon ich hier gerade schwätze. Da muss man den auch noch absichern, damit er nicht ins Wasser fließt. So, ich denke mal, ja, komm, den nehmen wir auch noch mit, den Baum. Die Saiblinge lassen wir jetzt einfach liegen. Denn davon haben wir eh genug. Hier Birke kann man immer mitnehmen, das ist immer schön. Kuh. Alles trifft sich aber jetzt äußerst gut hier mit unserem Zeit... Ach komm, lass mal liegen. Das ist jetzt... Verstopft doch nur wieder mein Inventar. Ja, gehen wir mal zurück, ne? Das passt ja völlig hier. Das ist ja wirklich fantastisch. Ja, wie man den optisch dann außenrum gestaltet, ich weiß es noch nicht. Da kann man natürlich auch noch ein bisschen was machen, damit das alles noch ein bisschen schöner aussieht. Ausgehend hier von unten kann man ja noch irgendwie unter den See vielleicht buddeln. Ist eins der kommenden Projekte. Wir wollen ja weitermachen. Ich habe ja gesagt, es gibt so viel zu tun. So, jetzt ist das hier schon mal gleich. Die Kiste steht mir jetzt im Weg. Die soll woanders stehen. Ja, wir haben ja auch so viel zu tun für 5.000.000 Folgen. Da tut sich einiges noch in Zukunft. Also es lohnt sich auf jeden Fall, diesen Kanal auch zu abonnieren. Ja. Also ihr erlebt auch manchmal so lustige Sachen mit mir. Und ich bin auch manchmal ein bisschen crazy oder keine Ahnung. Ne? Ich weiß es nicht. Wo ist denn jetzt bloß die Kiste hin? Ach, die habe ich noch gar nicht aufgesammelt. Ja, ist doch... Ich suche die da und dann liegt die da noch rum. Ja, so Sachen. Das ist... Oh, ich habe vergessen. Ah, ich wollte doch schon längst noch eben oben das Dach drauf bauen. Ah, ja, das müssen wir aber morgen sofort machen. Bevor uns jetzt... Da müssen wir jetzt vorsichtig sein. Wir sind hier nicht so richtig sicher.
Richtig, ich muss ja sowieso. Ach, jo, ne? Und zwar, wenn wir dann die Lava reintun. Das machen wir zuerst, ne? Erst machen wir hier alles zu. Dann hängen wir die Schilder hin. Deswegen müssen wir nämlich von der anderen Seite. Also können wir ja hier zumachen und dann da rausgehen. Aber da können wir dann die Schilder anbringen. Und müssen dann wieder. Ja, dann kommt die Lava rein. Dann stellen wir uns da hinten in die Mitte drauf, machen die Fackeln ab und bauen uns vorher möglichst noch eine Leiter nach oben, die wir dann hinter uns aber wieder abreißen müssen. Aber vielleicht mache ich das auch anders. Aber gucken wir auf jeden Fall mal, wie ich das gleich mache. Jetzt muss ich sowieso erstmal Schilder herstellen. Holz haben wir dafür extra geholt. Aber brauchen wir natürlich ein paar Stangen. 8 Stangen, ja, brauchen wir auch 8 Schilder. Mein Inventar ist schrecklich voll, das wird alles nicht passen. Komm, stellen wir hier die ganzen Töpfe mit der Lava weg. Einen brauchen wir hier nur, das Wasser sollten wir gleich. Ah ja, einen leeren Eimer brauchen wir auch noch. Ach, was machen wir? Einmal so, einmal so. Das kann alles weg hier, mal eben so zum. Ja, das verstopft uns jetzt hier nur alles. Alles klar, das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Slots, das ist reichlich. Das brauchen wir alles. Alles klar, hier. So, dann bauen wir mal eben ein paar Schilder. 8 Stück mache ich jetzt. Ah ne, ich brauche nur 7. Eins hängt nämlich schon. Dann mache ich auch nicht. 4, 5, 6, 7. Ach, das geht hier wieder nicht. Na also. 7 Schilder. Gut. Das plätschert verdächtig nebenan. Wir hören ja auch schon die ewige Zeiten, hören wir immer diese Zombies, ne? Und so muss das sein. So muss das. Hoffentlich klappt das auch so, wie ich dir. Achso, da muss das hier auch wieder reinfließen. Wie war das nochmal? Braucht eigentlich nicht, ne? Ich habe länger keine Monsterfalle gebaut. Also ich hoffe mal, das haut jetzt wirklich auch alles so hin, wie ich das hier so mir so ausgedacht habe. Hier kommt ja dann die Wand vor. Ja, machen wir nämlich. Jetzt machen wir jetzt die Wand zu. Doof, dass ich jetzt kein Bett hier habe, ne? Das könnten wir mal eben uns hinlegen. So. Sieht das denn aus mit der. Ja. Sieht gefährlich aus irgendwie. Wir können ja mal der Sache auf den Grund gehen. Wo es hier immer so rülpst. Von den alten Mistviechern. Wahrscheinlich sind die alle draußen. Jetzt da ist ja zum Beispiel einer. Ah ne, das ist ein Schwein. Oder? Ist nur ein Schwein. Oh, ich sehe es schon kommen, dass mir hier gleich einer. Dass mich hier gleich einer anspringt. Ah, unsere Wohnhöhle hier, ne? Sieht gar nicht schlecht aus. Ob wir es schaffen und dann mal eben schlafen? Wie spät ist es denn? Ist es schon. Sch Wenn jetzt früher Morgen ist, dann lohnt sich das natürlich nicht. Ich kann hier nichts sehen. Hier müsste ich doch den Mond irgendwie sehen können. Ja, der ist leider noch nicht in Sicht. Ach, dann würde ich sagen, laufe ich nochmal runter. Schlag hier nochmal diese Wand auf. Und dann kann ich hier noch die restlichen Schilder schon mal hinhängen. Wieso habe ich denn hier noch eins übrig? Ah ne, das habe ich gar nicht. So, da noch. Ne, das war falsch. Einmal von. Da, Gott sei Dank kann man die ja immer wieder einsammeln. Ah ja, hier muss dann noch eins hin. Seht ihr? So, und dann fließt die Lava hier und die bleibt dann hier so dran hängen. Ich weiß jetzt nicht mehr, soll ich den? Muss ich den auch abmachen hier, den Stein? Oh, da bin ich aber mal wirklich ganz drauf gespannt, ey. Ob das so funktioniert. Ich könnte mal noch ein paar Treppendinger hier bauen.
Das ist nicht ausreichend.